Hallo, wie besprochen melden wir uns heute aus dem Atelier der NEWO Kunsthalle, um mit euch gemeinsam Fotokollagen zu gestalten. Ich habe euch zu diesem Anlass eine Fotografie einer Arbeit von Barbara Breitenfellner mitgebracht, die bei uns zur Ausstellung Karawane verschollene Collagen von Hanna Höch mitgewirkt hat. Wenn ihr euch diese Arbeit genau anschaut, dann seht ihr, dass die eigentlich aus ganz vielen verschiedenen Einzelteilen besteht, aus vielen einzelnen Fotos und Ausschnitten. Das kann man hier sehr gut sehen. Da hat so eine Wohnzimmeransicht, wo eben oben zum Beispiel aus dem Bild was ausgeschnitten wurde oder hier diese Couchgarnitur ausgeschnitten wurde und es dann eben einfach auf eine andere Fotografie aufgeklebt wurde, wo man eben so einen Fahrradfahrer sehen kann, der gerade eben gestürzt ist. Genau, hierzu brauchen wir einen Klebestift, eine gut schneidende Schere, natürlich ein Blatt Papier. Wenn ihr eins zu Hause habt, gerne auch ein farbiges Papier, wenn euch das gefällt. Und natürlich, was für uns für die Fotokollage am wichtigsten ist, Bilder. Das heißt, ihr könnt Flyer nehmen, alte Werbungen, gerne auch Zeitschriften. Hier findet man immer sehr gute, Fotos drin. Oder auch eine Zeitung. Wir beginnen damit, dass wir uns in den Zeitschriften Bilder aussuchen, die euch gefallen. Ich habe mich jetzt schon mal im Vorfeld für dieses Auto entschieden, weil es ja in der Ausstellung Karawane auch um das Reisen ging. Genau, das heißt, ihr nehmt euch diese Bilder, reißt die raus, sucht euch aus, was ihr haben wollt und fangt an, die Sachen auszuschneiden. Sobald ihr alles ausgeschnitten habt, könnt ihr die einzelnen Teile auf eurem Blatt Papier arrangieren und anschließend festkleben. So, ich finde, das ist doch ganz gut gelungen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns am nächsten Samstag im Atelier der NEWO Kunsthalle. Tschüss!